Peace, meine Damen und Herren, was geht? Mein Name ist Stefan Hielt. Ich darf euch alle begrüßen zu einem Video von mir. Heute zum nächsten Video zum Black Friday Format. Nämlich ist es heute die besten Angebote von deutschen Streetwear Brands zum Black Friday. Und bevor wir anfangen, würde ich gerne noch eine Sache sagen. Nämlich war ich letztens in meinen YouTube Analytics drin und ich habe gesehen, dass 80% von euch, die meine Videos schauen, meinen Kanal nicht abonniert haben. Deswegen, wenn ihr meine Videos noch schaut und sie euch gefallen, würde es mich mega freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und wenn ihr es vielleicht sogar schon regelmäßig macht, also meine Videos schaut, dann würde es mich noch mehr freuen, weil dann würde ich auch wissen, dass meine Videos bei euch gut ankommen. Wenn aber ihr natürlich einfach nur mal so reinschaut, dann auch okay, jedoch würde mich freuen für die Leute, die wirklich öfters bei mir reinschauen, dass ihr einfach meinen Kanal abonnieren würdet. Würde mich mega freuen. Wir fangen mit der ersten deutschen Streetwear Brand an und das ist 6PM. Was bringt 6PM zum Black Friday raus? Nämlich ist es der Only Wear After 6PM Hoodie, aber nicht in den Colorways, die es bis jetzt schon gab. Nämlich ist es jetzt ein komplett neuer, nämlich ein komplett schwarzer. Und der sogar hat nicht den Only Wear After 6PM Print, nämlich hat er den von der letzten Kollektion, diesen Fluffy Stitch oder Print, also diesen 3D Stitch zumindest, dass es alles so ein bisschen heraussticht, auch in schwarz, also wirklich schwarz-schwarz, ist sehr cool, wird wahrscheinlich wieder 90€ kosten und ist auf 50.000 Stück reduziert. Ashraf hat gesagt, dass ihr euch trotzdem beeilen sollt, also dass Leute, die den haben wollen, sich trotzdem beeilen sollen. Weil sobald der leer geht, also beziehungsweise sobald es keine mehr gibt, wird die Seite sofort offline gehen und dann wird es den Hoodie nicht mehr geben. Ist aber trotzdem sehr cool, weil es einer der ältesten 6PM Pieces ist und auch, soweit ich zumindest einschätzen kann, eigentlich auch ein sehr beliebtes Piece ist. Die zweite deutsche Streetwear Brand, die was zum Black Friday macht, ist Ruff. Ruff auch persönlich eine meiner Lieblingsdeutschen Streetwear Brands, gerade was die Zukunft angeht, also was die so geleakt haben, was in Zukunft rauskommt, das ist schon echt cooler Shit. Also da könnt ihr gerne Ruff auch mal gerne auf Instagram auschecken, da kommt sehr viel cooler Scheiß raus. Aber was bringen die zum Black Friday raus, beziehungsweise was machen die zum Black Friday? Eigentlich nur einen Sale. Auf alle Pieces 20%. Ruff hat zum Beispiel auch eine richtig coole Velour-Pants. So gute Velour-Hosen zu finden ist ja ein bisschen schwer, meiner Meinung nach zumindest. Aber ja, trotzdem, auch wenn es nur ein kleiner Sale ist, trotzdem könnt ihr Ruff, auch gerade was die Zukunft angeht, gerne mal auschecken und einfach mal euch anschauen. Ich bin mir sicher, die meisten wird Ruff definitiv gefallen. Die dritte Brand, Vested. Was bringt Vested zum Black Friday raus? Soweit jetzt zum Standpunkt noch nichts Konkretes. Das Einzige, was es ungefähr zum Black Friday orientiert geben soll, ist zum Black Sunday, nämlich ein Retourenjob von der Vested Pastels Kollektion. Falls es was zum Black Friday geben sollte, werde ich das in den nächsten Videos nachkorrigieren. Aber das ist soweit alles, was es zum Black Friday bei Vested gibt. Die vierte Brand, Lowlight Studios. Was bringt die raus zum Black Friday? Nämlich, Lowlight Studios hat sich dazu entschieden, richtig auf die Kacke zu hauen. Nämlich bringen die nicht nur einen Sale, nicht nur irgendwelche Pieces raus, die bringen eine ganze Kollektion zum Black Friday raus. Es ist aber eher eine 2.0 Kollektion, nämlich handelt es sich um die Shutter Island Kollektion, die ja bestimmt die Lowlight Studios von euch verfolgen, auch kennen werden. Nämlich wird es die Pieces von der Shutter Island Kollektion quasi in anderen Colorways geben. Also sprich, den Zip-Hoodie wird es zum Beispiel mal in Pink geben, die T-Shirts wird es in zwei verschiedenen Colorways geben. Und außerdem wird es noch den OG Rebellion Hoodie, also einer der ersten Lowlight Studios Pieces, nochmal geben zum Kaufen. Genauso wie er auch rausgekommen ist, in Schwarz mit den Strasssteinen und dem Print mit Lowlight Studios drauf. Und ja, ich denke mal, preistechnisch bin ich mir nicht sicher, was ich da tun würde. Ich denke mal, es bleibt so, wie es ist, weil ich meine, es ist eine ganze Kollektion. Dann muss man nicht unbedingt nochmal ein Sale draufhauen, wenn man da eine neue schon droppt. Zip-Hoodie 92€, T-Shirt 58€. Und ja, muss man trotzdem sagen, schon heftig für eine kleine, also kleine deutsche Streetwear-Brand, dass sie an den Kollektionen raushauen. Die fünfte Brand ist eine Brand, nachdem mich einige schon von euch gefragt haben, was die zum Black Friday machen. Erfahrungsgemäß macht LFDY nichts Großartiges zum Black Friday. Eigentlich ein bisschen schade, dafür ist eigentlich eine der größten deutschen Streetwear Brands ist. Jedoch, was machen die aber? Eigentlich setzen die nur auf alte Pieces ein Sale drauf und das wird wahrscheinlich Punkt jetzt, meiner Einschätzung nach zumindest, die Dark Gears Kollektion treffen, die Wild or Die Kollektion treffen, alles noch vor die Dark Gears Kollektion, falls es da irgendwas noch geben sollte, aber ich glaube nicht. Und ja,
Deswegen, da wird es einen Sale geben und es wird auch zum Black Friday und dem kommenden Wochenende noch kostenlosen Versand wahrscheinlich geben. Ich weiß es nicht. Kann sein, dass die auch was noch droppen zum Black Friday. Erfahrungsgemäß aber machen die eigentlich nur einen Sale und kostenlosen Versand. Dementsprechend, ja, wie gesagt, bisschen schade, aber so ist es auf jeden Fall. Und weil einige danach gefragt haben, wollte ich es nochmal beantwortet haben und weil es auch gerade im Format gut dient. Die letzte Brand, ihr werdet das wahrscheinlich auch schon wissen, weil die bis jetzt nicht dran kam, ist natürlich Peso. Letztes Jahr hat Peso ein Hoodie rausgebracht. Dieses Jahr wird es mehr als nur ein Hoodie sein wahrscheinlich. Bis jetzt sind zwei Sachen bestätigt, nämlich der Paisley Print Hoodie, der ja auch schon seit ein paar Monaten geleakt worden ist, dass einer rauskommen wird. In schwarz auf jeden Fall. Justin für sich selber hat noch einen blau mitgenommen. Es wird noch ein grüner gezeigt. Ob jetzt der in mehreren Farben rauskommt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall bestätigt, bis jetzt ist der schwarze. Und noch eine grüne, ich weiß nicht, Cargo, Trackpants. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall eine grüne Peso-Hose. Und dementsprechend, ihr kennt es ja von Peso, wahrscheinlich werden die Sachen für einen gewissen Zeitraum komplett zu kaufen sein. Das heißt, es wird nicht limitiert sein, denke ich mal zumindest soweit jetzt. Es ist ja zumindest, dass Justin so gesagt hat, dass sie ja zum Black Friday was bekommen kann von Peso. Und ja, ich muss sagen, Paisley Print Hoodie, echt sehr nice. Ich hoffe, dass der in mehreren Colorways kommt. Mein persönlicher Favorit wäre der grüne. Und ja, das war's dann mit dem Black Friday Video mal wieder. Schreibt gerne in die Kommentare, welches Angebot von welcher Brand euch am meisten gefallen hat. Ebenfalls vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben und vor allem den Kanal hier zu abonnieren, falls euch meine Videos gefallen. Und dementsprechend hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder.